Hallo, wir schauen uns heute mal das Fiat 500 Museum in Galenda an. Galenda ist ungefähr so 50 Kilometer von Savona entfernt und so 80 Kilometer von Genua. War jetzt für uns kein großer Umweg, aber wir haben jetzt einfach mal geguckt. Galenda ist in Ligurien, das ist zwischen ganz grob zwischen Genua und französischer Grenze an der Küste. Der Fiat 500 Club Italia ist regelmäßig auf der Messe in Padua und in der Fiat 500 Szene sehr präsent. Also lag es sehr nahe, da einfach mal vorbeizuschneiden, wo wir gerade in der Nähe waren. Das Museum ist im Haus des Clubs, quasi das Erdgeschoss des Clubhauses ist das Museum. Da sind Besprechungsräume, da stehen ein paar Autos. Das Museum nennt sich Museo Multimediale. Das Museum hat eigentlich täglich geöffnet und das Multimediale daran ist halt, dass man einen Film in seiner Sprache vorgesetzt bekommt, in der so die Entstehung des Fiat 500 erklärt wird, wie er gebaut worden ist und was sich Dante Giacosa, bei dem übrigens das Museum gewidmet ist, bei der Entwicklung gedacht hat. So wird in den Schaustücken an der Wand, so in der Flachware, sehr schön so Ausschnitte gezeigt, was alles so in der Entwicklung des Wagens zu beachten war hier, wie zum Beispiel hier, wie die Türfalze konstruiert werden und wie man das Auto nachher zum Bahnhof kriegt oder zum Händler kriegt. Also über jedes Detail haben die sich Ideen und Gedanken gemacht. Ist total toll. Der Club hat auch eine große Sammlung an Katalogen, an Spezialwerkzeug, aber ich meine, das ist für den deutschen Beobachter alles nicht sinnvoll nutzbar, ist ja bereits weit weg. Aber es ist schön zu wissen, dass es irgendwo einen Ort gibt, wo alles quasi gesammelt und bewahrt wird. Das hier ist jetzt der Kinosaal in Anführungsstrichen. Wir waren die einzigen Gäste und ich glaube auch sonst, dass es nicht regelmäßig voll ist. Das ist der Film, den man vorgeführt bekommt. Geht also um den Fiat 500 und Dante Giacosa und die Einordnung, die geschichtliche. Und rechts im Raum sind, das zeigen wir dann gleich nochmal, sind so zwei Fahrsimulatoren, wo dann Kinder ausprobieren können, wie man Fiat 500 auf der Straße fährt. Total witzig. Ich dachte ja mal, ich kenne mich mit dem Fiat 500 so halbwegs aus, so mit dem Fiat 500 und seinen Derivaten. Aber ich habe mich da um eine gute 10er-Potenz vertan. Ich dachte, ach, da gibt es vielleicht 20 Varianten. Geschenkt, das ist eine ganze Wand voll. Und die meisten habe ich noch nie gesehen. Also, ich verneige mich in Demut. Das ist wirklich schön zusammengetragen. Die Vitrinen, die sind immer zu einem speziellen Thema, also Abarth oder Zubehör oder Lampen oder Türgriffe oder Rückleuchten. Das ist auch schön, das in dieser Vollständigkeit mal zusammenzusehen. Der Fiat 500 Club hat sehr viele Mitglieder, fast alle Fiat 500 Besitzer sind Mitglied des Clubs und treffen sich einmal im Jahr zum größten Fiat 500 Treffen weltweit. Das ist eine Riesenveranstaltung, das ist immer erstes Wochenende im Juli. Das ist das sind auch Fiat 500 aus ganz Europa und
kommen da zusammen und das Museum ist eigentlich so die Existenz des Clubs im Rest des Jahres. Das war doch toll, so richtig die Heimstätte. Okay, wir freuen uns über Ihr Like, wir freuen uns über Ihr Abonnement, weil wir sind immer noch dabei, die 1000 zu knacken. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Danke, tschüss.